Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal eine kleine Übung für euch. Tut mir einen Gefallen, probiert es einfach mal aus. Und zwar stellt ihr euch hin und berührt einmal eure Zehen. Und jetzt tut mir noch einen Gefallen, macht diese Übung niemals wieder. Und zwar, warum solltet ihr diese Übung niemals wieder machen? Ganz einfach, es werden einfach zu viele Fehler gemacht. Jeder kann theoretisch seine Zehen berühren, wenn er ausreichend ausweicht in der Übung. Das heißt, ihr schiebt euren Po nach hinten, ihr macht euren Rücken rund und so kommt irgendwie jeder an seine Zehen dran. Aber es geht hier nicht darum, seinen Rücken rund zu machen und sein Becken nach hinten zu schieben, sondern es geht darum, die rückwärtige Oberschenkelmuskulatur zu stretchen. Das heißt, wenn ihr hier anfangt und das Becken nach hinten rausschiebt, dann seid ihr schon relativ weit unten. Wenn ihr jetzt noch den Rücken rund macht, dann hängt ihr schon und kommt schon ganz, ganz locker mit euren Händen an die Zehen. Das ist natürlich nicht das Ziel von dieser Übung. Deswegen gebe ich euch jetzt eine Alternative, wo es eigentlich unmöglich ist, diese Übung falsch zu machen und zu verfehlen, dass ihr die Oberschenkelmuskulatur stretcht. Let's go! Ihr braucht das Einzige, was ihr braucht, ist eine Wand. Von dieser Wand stellt ihr euch einmal hier hin und geht drei ganz normale Schritte zurück. Dann steht ihr ungefähr, also ich mit meiner Schrittlänge stehe ungefähr einen Meter weg. Dann nehmt ihr einen Fuß nach vorne an die Wand. Achtet darauf, dass das Becken parallel nach vorne bleibt. Nun setzt ihr die Hände ab an der Wand und versucht eure Brust Richtung Wand zu bringen, also nach vorne, nicht nach unten, weil dann kann es wieder passieren, dass ihr hier rund werdet, sondern nach vorne. Das heißt, ihr geht hier hin und bewegt die Brust nach vorne runter. Und ihr merkt eine extrem gute Dehnung in der rückwärtigen Oberschenkelmuskulatur, in der Wade. Dadurch, dass die Zehen vorne aufgestellt sind, habt ihr die Wade super mit noch dabei. Und hier ist es unmöglich jetzt, den Rücken rund zu machen. Keiner würde den Rücken rund machen und gleichzeitig die Arme hochnehmen. Das ist so unphysiologisch, würde niemals passieren. Natürlich macht ihr das Ganze dann auf beiden Seiten. Achtet darauf, dass ihr den gleichen Abstand wieder habt. Das gleiche von vorne, Becken parallel ausrichten, Hände zur Wand und zieht die Brust nach vorne. Ja, jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, ja gut, aber ich kann die Übung ja auch im Sitzen machen. Da habt ihr aber genau die gleichen Probleme. Das heißt, wenn ihr hier seid und euch hinsetzt, dann machen wieder die Leute, schieben zwar nicht das Becken nach vorne, weil sie müssen das Becken jetzt aufrichten, aber sie machen wieder den Rücken rund und gehen nicht mit geradem Rücken nach vorne. Dann habt ihr genau das gleiche Problem. Probiert die Übung selbst mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr nicht wirklich eine intensivere Dehnung in der rückwärtigen Oberschenkelmuskulatur spürt. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.